Klebt das hier alles aneinander, Patricia? Warte, soll ich es dir nochmal trennen oder geht's? Nee, da trenn's mal bitte, ja. Frühstückszeit im Obdachlosentreffpunkt. Schwester Birgit belegt die letzten Brote. Es ist 22:30. Der größte Andrang ist schon längst vorbei. Aber auch für späte Gäste gibt es noch reichlich Auswahl. So, bitteschön. Da könnt ihr noch weiter essen, ja? Ich habe noch Kümmelkäse. In der Woche hat die Sozialpädagogin Patricia kaum Zeit. Samstags aber ist sie in der Küche mit dabei. So, bitte sehr. Guten Appetit. Einige Menschen, die hierher kommen, leben selbst bei diesen Temperaturen noch auf der Straße. Die meisten aber haben eine kleine Wohnung oder zumindest eine Notunterkunft. Das Bild vom bedürftigen Menschen hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt, meint Patricia Gallagher. Denn vielen Menschen hier ist die Armut nicht anzusehen. Sehr viele Menschen, die eben in Rente sind und ihre Rente nicht mehr also reicht. Dann natürlich der ganze Grand an ALG-II-Beziehern, die jetzt eben nicht mehr über die Monate kommen. Und wir haben ganz viele Menschen aus Ost-EU-Ländern, die dort auch vertrieben sind. Oder Rentner wie Klaus, der regelmäßig kommt und ab und zu die hauseigene Kleiderkammer nutzt. Mach mal diesen. Geht das bei dir? Funktioniert dies? Ja. Das mit der Elle? Ja. Okay. Suchen wir das mal her. Du bist aber dünner als deine Elle. Ja. 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 Erst vor ein paar Tagen stand ein Aufruf in der Obdachlosenzeitung, Geschenke für Weihnachten zu spenden. Diese hier sind nicht die ersten. Vielen herzlichen Dank. Ich habe auch draufgeschrieben, männlich, weiblich oder beides möglich. Ja. Moment. Sehr oft ist ein warmer Schal drin, dann sind Kosmetikartikel drin, einfach für den Mann oder für die Frau. Und ja, ein warmer Schal, eine Mütze und sehr oft auch besonders schöne Süßigkeiten. Ja. Ohne Spenden könnte der Treffpunkt gar nicht existieren. Gemüse, Kartoffeln und Fleisch spendet ein Feinkostgeschäft, das Brot liefert ein Bäcker. Bis zu 50 Menschen bekommen hier eine warme Mahlzeit. Wer möchte, wird in Existenzfragen beraten. Wer medizinische oder therapeutische Hilfe braucht, wird von hier aus weitervermittelt. Unsere Aufgabe ist ein bisschen so zu sortieren, ob, wenn Hilfe nötig ist, was kann man installieren und was muss man sein lassen. Denn es gibt auch viele Menschen, die einfach nicht wollen. Und das muss man akzeptieren, weil sie sind ihr eigener Souverän. Um 14 Uhr schließt der Treffpunkt. Bis Montagmorgen. Dann sind die meisten hier wohl auch wieder da.